Leute, willkommen zum Stream-Update vom gestrigen Minecraft-Livestream. Textet die Folge 11 müsste das sein. Jetzt auch wieder in HD. Ich entschuldige mich dafür, dass die letzte Folge nicht in HD war. Ich habe sie erst während der Aufnahme gemerkt. So, ja, was haben wir denn gemacht? Es scheint gerade Nacht zu sein. Dann legen wir uns schnell pennen. Unser Bett ist hier. Nein, da. Da haben wir einiges gemacht. Der Stream war auch ein bisschen länger als der letzte. Wir haben die Zeit, die man überziehen darf, ausgenutzt und haben hier einiges gebaut, wie ihr sehen könnt. Zum Beispiel so ein Electric Furnace hier. Dann haben wir auch den Kompressor noch gebaut. Plus haben das ja automatisiert mit der Charcoal. Ja. Okay, und der produziert anscheinend fast zu viele MC. Diese hier dürften. Wir sind gar nicht alle ausgelastet. Aber warum zieht der gerade nichts so aus? Der müsste jetzt ihn hier gleich mal rausziehen. Okay, das scheint anscheinend nicht ganz zu funktionieren so. Da müssen wir da noch etwas machen dann. Ja, dann ansonsten, was haben wir hier gemacht? So ein Blazewater-EMC-Generator. Das sollte ich erst im anders reingebaut haben, aber ich habe den jetzt mal gebaut. Und aha. Hier scheint nun die Energie ausgegangen zu sein. Frage mich nicht warum. Es könnte vielleicht sein. Also wir haben hier auch noch so eingebaut, diesen Dimension Anchor. Das ist ein Chunkloader. Der lädt im Moment gerade einen von drei Chunks, aber ich weiß nicht, wie man die, dass sie dieses Limit erhöhen kann, das könnte mir vielleicht mal noch sagen. Weil der lädt, jetzt kann sein, dass vielleicht das hier in einem Chunk ist und die Energieproduktion da hinten, das ist wieder ein anderer Chunk. Das kann ganz gut sein. Deshalb ja, kann das vorkommen, dass hier und die Energie ausgeht dann. Ah, ist natürlich nicht so gut. Okay. Was sind das für Töne hier eigentlich? Kommen die vom Filter? Okay, ja, das kann sein. Tür, ja. Produzieren ja jetzt im Moment Redmeter. Und wir haben schon einiges davon. Ja, ich kann ja auch die Eisenpick. Ne, wir dürfen ja nichts machen, aber trotzdem. Ja, das ist, was wir hier gemacht haben. Dann auch diesen Alloy Furnace. Um hier ein bisschen solche Sachen zu produzieren. Dann ist uns hier hinten bei Moritz ein Creeper in die Luft gegangen, als wir hier kurz durchgelaufen sind. Ich habe dann ihm, Moment, habe ihm dann hier einen Redmeter gegeben dafür. Plus, ja, seine Sachen habe ich ihm hier und wieder reingelegt, was da uns rumlag. Und sonst, ja. Die Schilder hier könnten wir dann eigentlich auch mal noch abreißen. Ja, und sonst Kisten sortiert oder aufgebaut. Hier ist dann auch noch mal ein Creeper auf Besuch gekommen. Und dann ja, hat uns ein Bett gesprengt und wir haben es dann mal hier eingelegt. Ja, Kim, nicht Kemo, Keldeos hat ja auch noch gestreamt. Da haben wir mal so ein paar Hühnchen noch gebracht. Ja, und das ist im Prinzip eigentlich auch schon gewesen, was wir gemacht haben. Hier, ja, ja. Diese, in Anführungszeichen, EMC-Farm. Läuft eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, es wäre mal vielleicht im Sinn von, dass wir einen zweiten Dimensional Anchor bauen. Oder einfach den hier irgendwie erhöhen. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Also Leute, ich würde sagen, macht's gut. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.